Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing der Contra K. Die Hoffnung klaut mir niemand. Die Deluxe Box. Den Link zu dieser Deluxe Box findet ihr direkt unter dem meines eigenen Messers. Gönnt euch mies, wenn ihr Deluxe Boxen oder andere Dinge öffnen wollt. So. Ich habe 69,99 € bezahlt für diese Box bei Amazon. Größe L. Oh, bin ich immer gespannt. 70 Ecken. Ist eine Menge. Was hat Contra K gepostet bei Instagram? Ich glaube 30.000 Boxen. Geisteskrank. Das ist heutzutage auf jeden Fall einer der letzten. Ich glaube, Katja Krasowitz ist auch noch komplett geisteskrank, was die Anzahl angeht. Aber Wahnsinn. Also manche verkaufen wirklich 500 Boxen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das sind Rapper, die spielen sich auf, als würden die 10.000 verkaufen. Wirklich. Das ist sehr, sehr, sehr krass. Aber Contra K hat auch nicht enttäuscht in den letzten Jahren. Die Boxen waren immer so 50 bis 70 Euro, aber immer stabil abgeliefert. Jo, also wir sehen auf jeden Fall hier einen Wolf, der, wie soll ich sagen, so in den Himmel hinaufsteigt, so in den Schatten wirft. Ja, Wahnsinn. Die Hoffnung klaut mir niemand. FSK 12 Logo ist vorne aufgedruckt. Auf jeden Fall krasses Artwork. Große Box auch. Ja, die Hoffnung klaut mir niemand. So. Loyal Athletics Universal Letzte Wölfe. Okay. Ja, die Box besteht aus zwei Teilen. Bringen wir direkt mal ein. So. Gut. Dann packen wir einfach nacheinander aus, so wie es hier zu sehen ist. Und zwar geht das Ganze los mit einem Pappteil. Warum sind denn in letzter Zeit diese Papp-CD-Cases so in Mode? Das verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung dazu. Plastik ist immer noch das Beste, so schön einheitlich im CD-Regal. Naja, er weint. Magma ist, wenn es unter der Erde ist, und Lava, wenn es rauskommt. Er weint Lava aus. Unter einer Wolke. Das ist ein Cover, alter Junge. Das ist wirklich geisteskrank. Holy shit. Ja. Nice. Wir haben 19 Tracks, das ist auch viel. Junge, der erste, den ich sehe, ist Nico Santos. Leckt mich doch am. Wir haben Luciano, SSCO, Samurai drauf. Und der Rest ist halt, ja, Mainstream. Naja. Das, was ihm am besten gefällt. Hier posiert er mit Damen und einer Waffe. Das gefällt mir schon eher besser. Also einiges besser als die Hälfte der Features. Ist das hier nicht die. das hat, glaube ich, SSCO, ich weiß gar nicht. Bei Messias sah das auch so ähnlich aus. Dann Apache bei seinem Album und hier Raf Camora und Bones, die hat auch so eine ähnliche Treppe. Herrlich. Ja, ist aber ein geiles Motiv, kann man nichts sagen. Ich verstehe, warum das so ähnlich jeder verwendet. Ah, ach geil. Es sieht zwar ein bisschen aus wie so eine Gruppe Terroristen, aber es sieht schon episch aus, auch mit diesem Auto. So einem geilen alten Benz. Wir haben Lyrics. Also sehr hohe Qualität auch. Sehr, sehr geil. Ja, Schrotflinte ist am Start. Könnte sogar abgesägt sein. Alter, geil. Mega geil. Contra K hat so einen mega krassen Vibe. So eine heftige Ablieferqualität. Ich meine, guck mal, die Druckqualität an sich. Viele können da nicht. Ich reg mich oft auch über Druckqualität und sowas im Allgemeinen auf und Pixel etc. Hier muss ich echt mal sagen, einfach nur perfekt gemacht. Geiles Booklet. Mit Texten und krassen Fotos. Übelst krass. Und dann am Ende noch eine Danksagung, also was soll ich sagen. Mega geil. Mega geil. Das ist ja, perfekt, würde ich fast schon sagen, was das Booklet angeht und so weiter. So, ja. Ich muss sagen, in diesem Fall kann ich sogar auch mal dieses Pappding verschmerzen, weil das wenigstens sinnvoll genutzt wurde. Das ist schön. Ja. Ja, ist ganz nett gemacht. Nicht mein Favorit, aber die Umsetzung ist hier halt so gut, dass es sogar mir gefällt. Das muss man erstmal schaffen. So. Das ist ein Sticker fürs Auto, oder? Ich glaube, das ist ein Sticker fürs Auto. Contra K, die Hoffnung klaut mir niemand. Schmetterlinge, ja. Ja, ne? Also, das ist auf jeden Fall nett. Nichts für mich, weil ich habe kein Auto, aber das ist auch mein geiler Inhalt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sich der eine oder andere auf sein Auto kleben möchte. Gut. Das probiere ich gleich an. Und jetzt haben wir hier noch ein Poster.
Wild. Es gibt auf jeden Fall extra Inhalte. Bitte klärt mich in den Kommentaren auf, was das ist. Ich habe Angst, das zu scannen. Sonst kommt der Staatstrojaner oder die Luca-App oder so. Um Gottes Willen, Heiliger. Nee. Das Risiko gehe ich nicht ein. So. Hier haben wir das Poster. Geil, Alter. Krank. Es ist auch, wie soll ich das beschreiben? So matt vom Papier und nicht so glänzend. Das heißt, auch wenn es komplett schwarz ist, gibt es hier keinerlei Probleme an den Faltkanten. Innovativ, Alter. Mega geil, dass ich das noch erleben darf, dass sich hier mal jemand Gedanken macht. Vielleicht sogar mal eins meiner Videos geschaut oder das von einem anderen Unboxer, wo kritisiert wurde, dass bei diesen klassischen Hochglanzpostern immer alles hier kaputt ist und rausbröselt. Die haben es umgesetzt, verbessert und gemacht. Ja, Mann, verdammt nochmal. Es ist so ein schönes Gefühl, endlich mal nach gefühlt 50 Boxen wieder was Positives sagen zu können. Und zwar mehrmals. Oh, da geht meine ab. Ach, übelst krank, Alter. Junge, guckt euch das. Ach, geil. Wunderschön. Auch das hier. Einfach nur heftig. Diese Qualität, diese Motive sind episch. Die sliden ja wirklich über den Asphalt, oder? Der wird schon ein paar km/h fahren, so wie es aussieht. Ich feiere euch einfach. Ja, geil. Mega geil. Gut. Jetzt haben wir noch einen was. Ich hoffe, das ist genauso hochwertig und gut wie der Rest. Und zwar der Hoodie. Das sieht aus, als würde es im Dunkeln leuchten. Also, das sollte man sich nicht nah anschauen. Also, wenn man das sich von ganz nah anschaut, sieht das irgendwie komisch aus. Keine Ahnung. Aber von Weitem kommt dann der Effekt so. Weißt du, was ich meine? Gut. Der Stoff wirkt auf den ersten Blick schon mal geil. Ja. Doch, ne? Doch, der ist gut. Der ist schön weich, ordentlich gemacht. Also im Vergleich zu dem Farid Bang Hoodie definitiv so zwei Qualitätsstufen höher. Weil da auch wieder Leute kommentiert haben, das ist doch übelst gute Qualität. Uga. Nee, Alter, sorry. Seht ihr, was ich meine hier? Es gibt so einen Unterschied zwischen dem hier und dem hier und dem hier. Ich glaube, das leuchtet im Dunkeln sogar. Das kann sein. Jedenfalls sieht es cool aus. So eine knochige Hand hält hier einen Streichelzug. Die ist noch in Stacheldraht gewickelt. Dann haben wir hier noch die Schmetterlinge oben auf der Kapuze. Auch geiles Design, finde ich. Ja, dann vorne halt so relativ dezent. Die Hoffnung glaubt mir niemand. Mega geil. Feiere ich richtig. Aber man sieht ja auch hier, das ist von Loyal Athletics hier. So wie auch Farid Bang das damals gemacht hat in den Deluxe-Boxen. Der Banger-Musik-Merch halt. Also, aber halt Next-Level-Merch. Da hat man gemerkt, die haben hier T-Shirts reingelegt in die Boxen, die man normalerweise für 25, 35 Euro ungefähr kaufen kann im Fanshop. Und die waren halt Deluxe-Box-Inhalte. Das ist heutzutage leider nicht mehr so bei Farid. Und das habe ich halt letztens noch kritisiert. Man sieht, bei Contra K wird das gemacht. Kostet die Box zwar auch 70 Euro, aber dafür haben wir einen richtig heftigen Hoodie, für den man ja dann im Normalfall auch entsprechend eine Menge zahlt. So, den probiere ich jetzt an. Größe L habe ich bestellt. Ich habe offensichtlich Größe L, wird das jetzt Oversize. So, das gute Stück beiseite. So, haben wir hier eigentlich stehen? 80% Baumwolle, 20% Polyester. Damit kann ich gut leben. Made in Türkei. Ja. 100% Baumwolle ist zwar immer geiler, aber viele Leute bevorzugen auch diesen Mix, weil Stoff ist einfach weicher an einigen Stellen. Okay, hier steht nochmal Contra K. Ja. Ich kann einfach übersehen. Unmöglich. Okay, der sitzt doch sehr nice. Stoff fühlt sich sehr gut an. Der sitzt hervorragend. Also Schnitt ist perfekt. Ohne Scheiß. Also das Unboxing ist nicht gespannt, also ich bin einfach wirklich zufrieden. Ohne Kack. Ich weiß, ihr seid das nicht gewohnt, weil die Rapper alle Müll reinpacken, aber ich sag's mal so, Contra K hat seine Fans nie enttäuscht. Vor allem boxentechnisch auch. Und deswegen verkauft der verfickt nochmal 30.000 Boxen. Warum kriegen diese ganzen anderen Wichser das einfach nicht hin? Könnte ich mich aufregen, wirklich. Könnte ich mich aufregen. Es ist nämlich möglich, wie man sieht. Geil, Alter. Wenn ich Contra K-Fan bin, ich kaufe mir diese Box
und bekomme diesen Hoodie drin, ich bin zufrieden. Ich bin verfickt nochmal zufrieden. Das ist ein geiles Kleidungsstück, ohne Scheiß. Und der Farid Bang Hoodie ist im Vergleich dazu Rotz. Ich kenne mich so auf. Okay, ich hasse nichts mehr als Fanboys, die irgendeine Scheiße von ihren Idolen rechtfertigen. Ich drücke mir das Messer in die Tasche auf. Ganz ruhig. Ja, Hoodie ist auf jeden Fall nice. Und um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen, diese Box, die ist echt geil. Das ist die beste Deutschrap Deluxe Box, die ich seit wirklich langer Zeit ausgepackt habe. Man zahlt zwar 70 Euro, aber ihr wisst, wie die Zeiten sind. Kleidung ist auch ziemlich teuer. Und dafür bekommt man echt einen hochwertigen Hoodie. Die, so ein Hoodie in dieser Qualitätsstufe kostet ja auch in alleine gefühlt ja, auch 69 Euro, egal in welchem Fanshop oder so man das kauft. Stick wäre natürlich geil gewesen, aber diese Drucke sind krass und sehen auch geil aus, Design ist cool. Ne, gefällt mir. Poster, Album, Sticker. Und fette Box, die man auch noch aus, weiß ich nicht, Bunkerplatz für alles Mögliche nutzen könnte. Ja, wie gesagt, 70 Euro ist viel Geld, aber wir kriegen hier wirklich einfach ein richtig, richtig, richtig hochwertiges und grundsolides Machwerk. Eure Meinung gerne in die Kommentare, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Konter-Karberg.